Für kommende Projekte benötige ich so einige Spulen und da das Aufwickeln von Kupferlackdraht eine eher langweilige Tätigkeit ist, habe ich mich entschlossen, den Vorgang zu automatisieren. Die entstandene Maschine basiert auf einem 3D-Drucker Typ Tronxi Crux 1. Nur wenige 3D-gedruckte Teile, ein paar Schrauben und Gewindestangen sowie ein weiterer Schrittmotor werden benötigt. Da die Befehle zum Aufwickeln des Kupferdrahtes per G-Code übermittelt werden können, war nur sehr wenig Programmierarbeit nötig. Der 3D-Drucker kann jederzeit zur Wickelmaschine oder wieder zurück umgerüstet werden. Lediglich die Glasplatte auf dem Druckbett muss entfernt, eine Führung für den Draht an der X-Achse angeschraubt, und ein Schrittmotor auf dem Druckbett festgeklemmt werden. An den Schrittmotor habe ich eine entsprechende Buchse gelötet, so dass lediglich der Stecker vom Extrudermotor gezogen und in die neue Buchse eingesteckt werden muss. Zu beachten ist, dass dieser Vorgang unbedingt bei ausgeschaltetem Drucker erfolgen muss, da ansonsten der Schrittmotortreiber auf der Hauptplatine zerstört werden kann. Somit ist die Umrüstung schon fertig und es können Spulen gewickelt werden. Die große Vorratsspule befindet sich auf einem Halter, der ebenfalls aus 3D-gedruckten Teilen besteht. An der Trommel befindet sich eine einstellbare Bremse, mit der verhindert wird, dass sich die Spule aufgrund der Massenträgheit weiter bewegt, wenn der Draht langsamer eingezogen wird. Somit bleibt der Draht während des Wickelvorgangs immer schön straff gespannt. Besagter Draht wird durch insgesamt 4 Messingröhrchen geführt, die an verschiedenen Positionen befestigt werden können. Somit kann die Führung an unterschiedliche Drahtstärken angepasst werden. Die Befestigung der Führung ist nicht optimal, da ich ursprünglich einen anderen Drucker für das Projekt vorgesehen hatte. Dessen Firmware ist allerdings eher schlecht und auch nicht Open Source, so dass eine Anpassung nicht möglich war. Lasst also besser die Finger von Geräten mit Closed Source Firmware. Ist der Draht korrekt eingefädelt, so muss dieser an dem Spulenkörper befestigt werden. An dem zusätzlichen Schrittmotor befindet sich eine M3er Gewindestange, auf welche der Spulenkörper gesteckt und mit Hilfe einer Schraube gesichert wird. Nun kann das Wickeln gestartet werden. Ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben, das die nötigen Daten im G-Code-Format generiert. G-Code zu verwenden ist von Vorteil, da somit keinerlei Änderungen an der Firmware des Druckers vorgenommen werden müssen. Der Tronxi läuft mit der Standard-Firmware problemlos. G-Code ist auch der Grund, warum ich den Extrudermotor zum Aufwickeln des Drahtes verwende. Die Motoren der Achsen lassen sich nämlich nur in einem eingeschränkten Bereich bewegen, während der Extrudermotor ohne Softwarebegrenzungen nahezu endlos rotieren kann.
Für die zu wickelnde Spule müssen nur einige Parameter in dem Skript angepasst werden. Das Skript kann die G-Code-Befehle entweder per USB-Schnittstelle an den Drucker senden oder eine entsprechende Datei generieren, die dann auf einer MicroSD-Karte gespeichert wird. Mit letzterer Vorgehensweise kann der Druckvorgang wie gewohnt gestartet werden. Nachdem alle Achsen zu den Endschaltern gefahren wurden, bewegt sich die Z-Achse so, dass die Drahtführung auf Höhe der unteren Spulenkante ist. Dann fährt die Y-Achse den Schrittmotor mit dem Spulenkörper möglichst nahe an die Drahtführung heran. Den Draht sollte man dabei per Hand auf Spannung halten. Anschließend beginnt der Wickelvorgang. Die Spindel beschleunigt langsam auf volle Geschwindigkeit, um zu verhindern, dass der mit 0,1 mm sehr dünne Draht reißt. Während der Draht aufgewickelt wird, bewegt sich die Führung langsam auf und ab. Die Wicklung der Spule verläuft nicht hundertprozentig akkurat. Zum einen ist die Drahtführung nicht perfekt und zum anderen hat die Spindel mit dem Spulenkörper einen sichtbar nicht perfekten Rundlauf. Perfekt gibt es sowieso nicht, aber das Ergebnis ist für meine Zwecke mehr als ausreichend. Für mich von Interesse ist, dass alle Spulen die gleiche Anzahl an Windungen besitzen und dass der Wickelvorgang mit 150 Sekunden pro Spule sehr schnell vonstatten geht. Nach dem Aufwickeln wird der Draht mit einem Tropfen Heißkleber fixiert. Und wenn eine Spule allzu schief gewickelt wurde, kann der Kupferlackdraht manuell wieder zurück zur großen Trommel gespult werden. Was ich mit den Spulen so alles anstelle, seht ihr in kommenden Videos. Die Nachbauanleitung inklusive 3D-Dateien und dem Python-Skript als Download-Paket gibt's wie immer auf meinen Seiten.
Und wer meine Open-Source-Projekte finanziell unterstützen möchte, findet eine Spendenschaltfläche auf meinen Seiten. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!